Willkommen Hüter zu einem neuen Destiny-Video von mir, dem Ilias. In 5 Tagen ist es soweit. Das größte Community-Event im deutschsprachigen Raum findet statt. Die Rede ist hier vom Creator Cup, den ich dieses Jahr, nachdem ich letztes Jahr leider pausiert habe, zum 3. Mal veranstalte. Vielleicht warst du ja bei dem einen oder anderen früheren Turnier dabei und bist schon ein alter Hase. Oder du fragst dich, Creator Cup, was ist das? Nun, den Creator Cup, den habe ich 2020 ins Leben gerufen, als es noch nicht so viele Community-Events in Destiny gab, die von Creatoren veranstaltet wurden. Es sollte einfach ein kleines Dankeschön an die Community sein, denn tatsächlich sollt ihr bei diesem Turnier nicht nur Zuschauer sein, sondern einer der Kernpunkte des Ganzen. Der erste und zweite Creator Cup, die sind bei euch so gut angekommen, dass ich sowohl von Creatoren als auch von euch Zuschauern immer wieder gefragt wurde, ob es denn wieder einen gibt. Leider hat es hier wie gesagt letztes Jahr nicht geklappt, aber dieses Jahr wollte ich wieder unbedingt einen veranstalten und ich bin froh, dass ich zusammen mit Bungie einen Termin für das Turnier nun finden konnte. Wie schon gesagt, in 5 Tagen ist der Termin, am 20.05.23 wird das Turnier um 20 Uhr beginnen. Jetzt wissen wir, wann das Turnier ist, aber nochmal, was ist denn der Creator Cup genau? Und wer bzw. wie kann man mitmachen? Diese Fragen, die beantworte ich euch jetzt. Was ist der Creator Cup? Nun, wie es der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um ein Destiny 2 Turnier. Was wird gespielt? PvP im Modus 3 gegen 3 Konflikt. 3 Runden, welches Team zuerst 2 Runden gewonnen hat, ist der Sieger. Und jede Runde geht dabei 10 Minuten. Aber es ist nicht irgendein PvP-Turnier, wie es diese ja häufiger gibt, sondern das ist ein Turnier, bei dem ich 16 Creator ausgewählt habe, die den Captain eines jeden Dreierteams stellen und dann treten diese in einem Turniermodus, wie man es zum Beispiel auch von der Weltmeisterschaft im Fußball kennt, gegeneinander an. Aber ohne Vorrunde oder so. Das Ganze beginnt mit dem Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und dem Finale dann. Wer verliert, fliegt raus, ein Loser-Bracket wird es auch diesmal nicht geben. Wer sind denn die Creator, die mitmachen? Nun, iPhil macht mit, Sebo, Danny, Lil Kiwi, Mr. Rage TV, dann der Dennis vom Destiny Blog, also ein Redakteur, Miss TMS, Envidir, No Amy, der André, ein YouTuber ist das auch, ein YouTuber-Kollege, Hexe Alexa, Blauwal, der auch streamt und YouTube macht, Datsgibber, Moi und Grünpilz. Ihr seht schon, das ist ein bunter Haufen. Hier sind einige der besten PvP-Streamer im deutschen Bereich dabei, aber auch andere Streamer, YouTuber und wie gesagt auch Redakteure. Damit die PvE-Spieler hier aber nicht von den PvP-Profis abgeschlachtet werden, habe ich mir hier etwas einfallen lassen. Ich habe es ja gesagt, es gibt 16 Kapitäne. Diese wählen ihre Mitspieler aus einem Pool von 32 Spielern, die aus der Community kommen. Und das nicht im Vorfeld, sondern erst an diesem Abend, wo das Turnier stattfindet. Diese 32 Spieler werden in verschiedene Kategorien Bronze bis Platin eingeteilt, die anzeigen, wie gut und erfahren sie im PvP sind. Also von dem her, von den Zuschauern und von den Community-Teilnehmern, es sind nicht nur die Top-Top-Top-Spieler gebraucht, sondern auch einfach Durchschnittsspieler, so wie ich. Und einfach durch die Bank weg brauchen wir hier eine bunte Mischung. Und diese Spieler, die werden dann letztendlich abwechselnd von den Kapitänen wie beim Draft, das kennt ihr vielleicht vom American Football, gewählt. So kann sich auch ein Creator, der eher PvE-Profi ist und nicht so gut im PvP ist, durch geschickte Wahl seiner Teammitglieder ein Team erstellen, das mit den Teams der PvP-Profis auf jeden Fall mithalten kann. Wir alle kennen und lieben Destiny, aber wir wissen eben aus dem Grund auch, dass vieles im PvP sehr OP ist und es nicht gut wäre, alles zu erlauben. Da wird es auch ein recht enges Regelwerk dazu geben. Dieses Regelwerk ist eine Modifikation des Regelwerks, das auch bei D2 eSports und ihren Turnieren verwendet wird. Natürlich wird es auch diesmal wieder was zu gewinnen geben. Sowohl die Gewinner, die haben einmal die Möglichkeit auf 150 Euro Preisgeld, das von mir gestellt wird. Destiny Merch, das kommt unter anderem auch von Bungie. Außerdem hat Bungie auch eine Destiny 2 Gjallarhorn Nerf Blaster für den Most Wanted Player. Der wird von euch Zuschauern gewählt, unter den 32 Community-Mitgliedern. Und haben sie zur Verfügung gestellt und dann werden aber auch bei mir auf dem Kanal jetzt Embleme verlost und auch der ein oder andere Merch, den ich habe. Nun zur Frage aller Fragen.
Wie kann man mitmachen? Die Creator, die habe ich im Vorfeld ausgewählt. Aber ihr könnt euch über die offizielle Website www.creator-cup.de bewerben und dann die Chance erhalten, in diesen Community-Pool von 32 Spielern aufgenommen zu werden. Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 19.05. um 12 Uhr mittags, also Freitag, 12 Uhr mittags. Wichtig wäre jetzt zu sagen, dass ihr ein Headset und ein Discord haben solltet. Also ihr müsst mit den Mitspielern kommunizieren können. Ansonsten gibt es keine Anforderungen und mit etwas Glück habt ihr die Möglichkeit, mit einem der Creator zusammen zu spielen oder vielleicht auch gegen euren Lieblingscreator zu spielen. Auf jeden Fall am Freitag, da würde ich auch allen Teilnehmern dann Bescheid geben, ob sie jetzt hier beim Turnier dabei sind. Das war es eigentlich auch schon zu meinen Infos rund um das größte Community-Event im deutschsprachigen Destiny-Raum. Die Frage jetzt an euch ist, werdet ihr dabei sein, als Zuschauer oder als Community-Teilnehmer? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier zu sehen und ja, freue mich schon sehr auf das Wochenende und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen wunderschönen guten Abend, schönen Tag, gute Nacht. Ciao.